So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator und wir spielen eine weitere Folge Hellblade Senua's Sacrifice. Wir stehen hier vor den Toren Helas und da gehen wir jetzt rein. Wir stehen kurz vor dem Permanent. Oh. We die too. Do we die too? We I die don't too. Want to die. I don't want to die. We'll all die someday. I don't want to die. And when everyone's gone, even the gods will die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Senua. Turn back. Stop. Stop her. Why is she? Sieht aus wie ein Rätsel. Stop. What happens to us? Was passiert jetzt gleich? Ich kann auf jeden Fall schon mal nicht schnell rennen oder zügig laufen. Und was wird da jetzt passieren? Ist das in der Spiegel oder? I don't want to die. I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. Stop. I don't want to die. Please stop. Please stop. Please stop. Please stop. Please stop. Please stop. You'll never come back if you go there. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Then, listen to me. Not them. They are afraid. Like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. Der Witz ist ja, ich habe es ja vorher, also in den letzten Videos schon erklärt, was Hel eigentlich ist. Hel ist eigentlich nicht im Prinzip die Hölle. Es ist der Ort, wo man nach dem Tod hinkommt von Leuten, die im Prinzip durch Krankheit sterben oder Altersschwäche. Nicht durch den Tod, also durch den Kriegertod. Deswegen müssen wir klar, also müssen wir einen Krieger darstellen und deswegen müssen wir hart sein. Und nicht schwach. As if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. This is her hell. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hand. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld.
They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? Madness. I was just a child. You created this darkness. You created this darkness so you could hide behind it. Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. You are the darkness. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Das ist Hela da vorne. Ich denke mal, das sind alles Arenen. Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar! No, Sonora. The darkness is here. You can't wish it away. Schlechte Übersetzung. It will watch as you draw your last dying gasp. I won't let you kill me! Der hat halt so eine Rückhandattacke, die ist richtig ekelhaft. Das ist geil. Die schnetzelt sich jetzt einfach durch, das ist so geil. Gott. Keine Ahnung, wie viel ich davon besiegen jetzt muss. Darkness. You're a liar and a murderer. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. Jetzt muss ich die Brücke wieder richtig hinbiegen, oder was? Oder? Look at you.
searching for Dillion. The same mistake that killed him in the first place. I'm trying to save you from yourself. You've certainly been is a lie. The Plague of Darkness, the butchering of Dillion by the Northmen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. They believed you. I believed you. Tell me, Senua, where is Dillion's soul if the darkness is a lie? How are you safe? Und es geht weiter. Steh auf, Kriegerin. Dillion, I know you're here. Hold on. I'll find you. Oh nein, das sind jetzt die alten Götter wieder. Ich bin kurz vorm Falken. Oh nein, verdammt. Was? Ich bin gerade ausgewichen. Schon wieder. Gods in search of Dillion, in search of love. Look where that's got you. Let go of your battle. Let go of redemption. Let go of Dillion. Don't let your darkness hurt anyone else. So geile Optik, ey. Oh fuck, du blöde Nuss. Die ist schon fast total am Arsch, Mann. Oh, natürlich! Leck mich am Arsch, Mann! Na toll, ich sehe ja gar nichts mehr, weil die Optik scheiße ist. Oh, komm schon, ey! Ich merke, dass ich surrounded bin.
Ich muss weg hier. Ich muss weg. Ich muss ganz weit weg von dieser scheiß Göttin Hela da. Was ist denn da los, Mann? Den Großen! Mann, Alter, wieso kann man da nicht anfokussieren? Wieso kann man da nicht andere Gegner anfokussieren? Nein, jetzt verreck ich! Konnte in dem Fall gar nicht gewinnen, ne. Ich habe jetzt nämlich gerade eine Errungenschaft freigeschaffen, eine Final Battle. Also entweder verrecke ich jetzt oder keine Ahnung. Unmögliches Kampfsystem, ganz ehrlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. So durch die Frau. After all you've done to me and to him, you're not a lie, but you're a liar. You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know it. I know you have him. Das ist ein harter Preis, den sie da anbietet, ey. Ein richtig harter Preis. Ha ha ha!
Ella muss sehr beeindruckt von ihr sein. Auf irgendeine Art und Weise. Das hätte ich eigentlich von dem Gott erwartet. Aber dass sie zögert, das war halt dann schon ein bisschen seltsam. Without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness. Das ist doch sie. Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Das müsste eigentlich so heißen, Farewell, my love, oder?
lot more than the waves, the leaves, and the clouds. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. Die ist immer noch psychisch krank. This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. My friend, go with her. This now will be your story to witness. Jo, ich glaube, in dem Fall war's das mit Hellblade Sooner Sacrifice. Also ich muss, boah, geiles Spiel. Es ist auf jeden Fall mal was anderes im Gegensatz zu den anderen Spielen, die im Prinzip so rauskommen, also alle AAA-Spiele. Für ein Indie-Game, also eine Creative-Firma, die es selber auf die Beine stellt, selber verkauft, ohne irgendwelche großen Publisher hinten dran, ein gigantisch gutes Spiel. Die Story ist richtig solide. Schon allein dieses das System, was sie da anwenden mit diesem psychisch Kranken und so weiter, und richtig krass. Und das Ende, das ist ja auch eigentlich echt überraschend. Wir hätten eigentlich eher so auf ein Happy End gehofft, aber es war eher mehr so ein psychisches Happy End, sagen wir mal. Das war eher so für sie die Erkenntnis, man muss auch den Liebsten loslassen, wenn er tot ist. Man soll nicht hinterherrennen nach seinem Liebsten, sondern loslassen und dann trotzdem weiterleben. Ist einfach richtig krass, also. Und die Erkenntnis ist hier halt mit diesem Lauf durch Hel gekommen, also durch Helheim. Auf der Suche nach ihrem Liebsten. Natürlich war ihre Absicht ehrenhaft, im Prinzip zu sagen, mein Liebster ist abgeschlachtet worden, er ist nicht im Kampf gestorben, er kann nur in Helheim sein, also in Hel. Also gehen wir da runter und sagen Hel oder Hela, bitte lass ihn frei. Aber man muss es dann auch so sehen, dass sie hat es dann eigentlich verstanden, dass man ihn einfach gehen lassen soll, wenn der tot ist. Man braucht nicht nach ihm zu suchen. Ein richtig geiles Spiel, Leute. Ja, was bleibt mir da noch mehr zu sagen? Ich hoffe, es hat euch natürlich auch gefallen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meiner Serie einen Daumen nach oben geben würdet. Honoriert meine kleine Arbeit und abonniert doch meinen Kanal, das wäre richtig geil. Ich hoffe darauf, dass ihr in der nächsten Serie, was auch immer das für ein Spiel sein mag, einschalten werdet. Würde mich natürlich sehr freuen, euch dort wieder begrüßen zu dürfen und ihr euch ja meine Videos anguckt. Ja, was bleibt mir da noch viel zu sagen? Ich sag dann einfach mal, see you next time, ne? Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Daudinator. Please don't go, I want you to stay. I'm begging you, please, please don't leave here. I don't want you to hate for all the hurt that you feel. The world is just a loop.
change you.